Hallo und herzlich willkommen zu How-To Nummer 9, Felder anbinden in meiner LS22 Autodrive-Reihe. Dieses Video musste ich leider komplett neu aufnehmen. Es tut mir furchtbar leid, dass das erste Video so dermaßen geruckelt hat. Ich weiß nicht, was YouTube da gemacht hat. Selbst ein Re-Upload hat nichts gebracht. Ich habe das Video jetzt nochmal komplett neu aufgenommen. Muss meine Marker dann dementsprechend auch nochmal neu setzen. Aber ja, ich glaube, das ist das kleinere Übel. Und ihr wollt ja schließlich auch ruckelfreie Videos gucken. Von daher machen wir es jetzt einfach alles nochmal. In Hoffnung, dass ich es gut erkläre, wie auch beim ersten Mal. Aber ich gebe mir Mühe. Felder anbinden. Warum Felder anbinden? Ganz einfach. Eure Abfahrer, die den Drescher abtanken oder den Häcksler, wollen ja auch irgendwann mal wieder runter vom Feld. Und dazu gibt es in Autodrive 3 mögliche Strategien, die ich euch, ja, 2 davon zumindest kurz vorstellen möchte und die dritte dann auch dementsprechend ausführlicher, weil ich sie einfach für die bessere oder ja, die günstigere Taktik, optimalere Taktik, bessere Taktik, beste Taktik, ich weiß es nicht. Müsst ihr vorher selber ausprobieren, halte. Und ja, wir sind hier an einem Feld angekommen und ich habe, wenn ich jetzt auch noch die, so, halt, so, jetzt aber. Ja, es kommt davon, wenn man nochmal alles neu machen muss. Wir sind hier an einem Feld, das ist auch abgeerntet soweit. Ja, und wir stehen hier auch direkt neben dem Zielpunkt von dem Feld. Und wir gucken als erstes mal rein, welche Strategien gibt es denn da überhaupt? Und zwar, wenn ihr auf dem Abfahrer seid, mal hier zurück, dann gibt es unter Feldausfahrt zum einen die Kategorie Standard. Die ist auch Standard, wenn ihr noch nichts anderes eingestellt habt. Standard heißt in dem Fall, wenn der, ja, wenn der Abfahrer hier irgendwo auf dem Feld steht und der Anhänger ist voll und der möchte vom Feld runter, dann fährt er zum Zielpunkt zurück. Ja, genau zu diesem Zielpunkt. Und von hier aus fährt er dann weiter. Das Problem ist, spätestens wenn ihr einen zweiten Abfahrer habt, werden die sich irgendwann im Weg stehen. Ja, da kann man dann hoffen, dass der zweite Abfahrer dann irgendwann auch wegfährt und der erste dann auch vom Feld runter kann. Ist aber nicht besonders optimal. Wenn ihr mit einem einzelnen Abfahrer hantiert, ist das okay. Aber ansonsten eher nicht. Die zweite Strategie, die wir haben, heißt hinterm Start. Die ist nicht wirklich einsetzbar, wenn ihr so wie hier eine beidseitig befahrbare Linie habt. Denn hier gibt es eigentlich keinen hinterm Start. Wenn das eine grüne Linie wäre und sie würde von links kommen und der Abfahrer soll das Feld verlassen, dann sucht er sich so 2, 3 Wegpunkte hinter diesem Zielpunkt. Den Wegpunkt, von dem aus er dann das Feld verlässt. Kann man machen. Auch hier könnte es passieren, besonders so wie hier mit einer beidseitig befahrbaren Linie, dass sich die Abfahrer entgegenkommen. Ist also eigentlich auch eher was, man kann es mit 2 Fahrzeugen machen, ja, aber dann mit einer Einbahnstraße und nicht mit einer beidseitig befahrbaren Straße. Dann stehen sie sich auch nicht im Weg. Die Strategie, die ich euch als letztes jetzt vorstelle und die wir jetzt auch gleich mal einfahren werden, ist in meinen Augen die deutlich bessere, weil sie sehr, sehr viele Vorteile hat. Und zwar die Feldausfahrt auf nächstgelegen. Was heißt nächstgelegen? Egal, wo der Abfahrer im Feld steht, er sucht sich den nächsten Wegpunkt. Nächstgelegen halt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier stehe, dann wäre mein nächster Wegpunkt, den er abgreift. Wir sehen es an dem roten Strich. Zufällig der Zielpunkt. So, einmal Motor an. Dann fahren wir jetzt einfach mal aufs Feld. Ja, und dann sehen wir jetzt gleich, wie der rote Strich wandert. Wenn wir jetzt runterfahren, würde er den Wegpunkt anfahren. Fahren wir weiter, dann fährt er den ab. Komme ich jetzt aber hier hinten irgendwo an, dann fährt er eiskalt auf die Straße. Nicht jedes Feld hat einen, ist so frei wie hier ringsherum. Es gibt Karten, auf denen sind hier Zäune, Bäume, Gräben, Häuser, alles Mögliche, was die Abfahrt blockieren könnte. Heißt, es macht für Autodrive komplizierter, vom Feld runterzukommen, weil es ja die ganzen Hindernisse auch noch umfahren muss. Außerdem möchte man vielleicht nicht, dass er, so wie jetzt hier, wenn er hier runterfährt, fährt er jetzt da Richtung Kreuzung. Gleich muss er aber da hinten hin. Das heißt, er muss da vorne irgendwo dann wenden, damit er den Weg hier wieder zurückfahren kann, um zum Beispiel dahin zur Produktion zu kommen. Er wechselt nicht auf die dahinterliegende Linie, die in die richtige Richtung führen würde. Ja, muss man im Hinterkopf behalten. Wenn es bei so kleinen Feldern ist, wie jetzt hier am Hof, ja, da spielt das jetzt nicht so wirklich eine Rolle, weil
Hier ist ringsherum der Weg und hier ist auch direkt die Straße. Da ist das nicht ganz so schlimm, wenn er hier irgendwo sich den Ziel, den Wegpunkt abgreift, um vom Feld runterzukommen. Aber spätestens, wenn da große Straßen, wie gesagt, Hindernisse, Häuser, Bäume, Zäune, Gräben, ich weiß nicht, was es nicht noch alles gibt, was da im Weg stehen könnte. Von daher, nächstgelegen hat auch noch einen anderen Vorteil. Wir zwingen den Abfahrer, das Feld zu verlassen, wo wir das möchten. Wie kriegen wir das hin? Ganz einfach. Wir zeichnen eine Fanglinie für Autodrive rund ums Feld auf. Und das werden wir jetzt mal machen. Heißt, wir stellen uns jetzt einfach mal... Nase juckt. Einfach mal jetzt hier irgendwo hin. Noch ein bisschen gerade vielleicht noch. So. Und dann zeichnen wir jetzt hier einfach eine Linie auf, die einmal rund um das Feld geht. Denn, ne, wir haben es im Hinterkopf, Autodrive nimmt den nächsten Wegpunkt, den es findet, um vom Feld runterzukommen. Jetzt könnte man das Ganze natürlich mit einer grünen Linie machen. Ja, dass man sagt, okay, wenn du hier irgendwo bist, ja, fährst du auf jeden Fall da hinten runter. Es könnte aber auch von Vorteil sein, wenn er hier runterfährt. Ne, hier ist eine beidseitig befahrbare Linie. Deswegen machen wir das nicht mit einer grünen Linie, sondern wir machen das mit einer blauen Linie. Ja, Rechtsklick auf den Rekord-Button und los geht das. Da gehen wir mal ein bisschen mehr, Stoff hier. Ja, immer schön am Feldrand lang. So. Noch ein Stück, noch ein Stück. So, jetzt setzen wir noch einen Wegpunkt mehr. So, jetzt beende ich hier die Aufnahme. Warum, zeige ich euch gleich. Jetzt machen wir das ganze Spielchen von hier aus. Ihr könnt, wenn ihr Platz rund um das Feld habt, diese Linie auch rund ums Feld aufzeichnen. Ihr müsst nur bedenken, ihr könnt ja in Autodrive zwei Geschwindigkeiten einstellen. Die obere Geschwindigkeit, die 25 km/h, ist die Geschwindigkeit, die das Fahrzeug maximal auf dem Feld fährt. Die untere Geschwindigkeit ist für alles andere, was nicht Feld ist. Mal ein bisschen runterbremsen hier. Dann hier jetzt um die Kurve. So, Tempomat wieder rein. Heißt, ist die Fanglinie auf dem Feld, fährt er auch nur die maximal eingestellte Feldgeschwindigkeit. Ist sie außerhalb, fährt er auch schneller. Es gibt einige, die setzen auch LKWs ein, um dementsprechend... Ah, Tempomat runter. Um dementsprechend Abfahrer damit zu stellen. Und wenn dann so ein LKW plötzlich mit 80, 85, 90 Sachen neben dem Feld herpest und das Feld und der, das ist nicht gerade eine gerade Fläche, also hügelig, oh, dann springt der halt, ne, wenn er Vollgas gibt. Solltet ihr im Hinterkopf behalten. Deswegen lieber diese Fanglinie auf der ersten Vorgewendebahn quasi machen, also relativ nah am Feldrand. Nicht drüber fahren, ja, aber am Rand entlang. Dann tritt das Problem halt nicht auf, weil er halt nur die maximal eingestellte Feldgeschwindigkeit fahren darf. So, und auch hier werden wir jetzt keine Verbindung machen. Ja, aber wie soll der denn jetzt runter vom Feld kommen? Ja, ganz einfach. Ich sage ihm, wo er runterfahren kann. Und zwar, indem ich ihn mir einfach einmal hinstellen. So, zurück, Marsch, Marsch. Ich bestimme zum einen, dass er nur über die nächstgelegene Linie das Feld verlassen darf und zum anderen durch eine grüne Linie auch, wo er denn hinfahren darf. Und in dem Fall darf er jetzt dann hier auf die Strecke wieder drauf fahren. So, einmal verbinden. So, den mit dem und den mit dem. Ja, aber du hast ja gesagt, blaue Linie, nicht grüne Linie. Ja, was würde passieren, wenn ich jetzt hier eine blaue Linie mache? Wenn ich auch diese Abfahrt als blaue Linie machen würde. In der Mitte von dem Feld ist ein Zielpunkt. Und es ist eine Nebenstrecke. Fahrzeuge, die von da kommen und auf die andere Seite müssen, würden übers Feld abkürzen. Deswegen ganz wichtig, es muss eine grüne Linie vom Feld runterführen und es darf für diese Fanglinie keine Verbindung drauf geben. Also von einer anderen Linie, wie jetzt hier dieser Linie, rauf auf die blaue Linie. Die Fahrzeuge werden das sonst als Abkürzung benutzen. So.
So, jetzt machen wir das Ganze hier auch noch. So, mal gucken, ob wir uns hier auch halbwegs vernünftig hinstellen. So. Zack. So, wo ist da der Wegpunkt? Da hinten. So. Aufnahme beenden. Den mit dem verbinden. Und da darf er runter. Okay, hier können wir auch da reingehen. Das spielt jetzt an der Stelle keine Rolle. Aber jetzt habe ich dieses Feld komplett eingezäunt mit einer Autodreiflinie. Das heißt, egal wo der Trecker jetzt dann hier lang fährt, ne, man sieht es an der roten Linie. Das Einzige, was er findet, ist meine blaue Linie. Und er kann nur über die blaue Linie das Feld verlassen. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr mit einer Erntemaschine fahrt, fahrt als erstes die Vorgewendebahn, wenn ihr so eine Fanglinie hier habt. Sonst kann es passieren, dass euch ein Abfahrer hinterm Drescher versucht zu überholen. Und das klappt natürlich nicht. Na, wie wir sehen, ich stelle ihn jetzt hier hin, zack. Er hat sich jetzt hier in einem passenden Winkel einen Wegpunkt gegriffen. Und er fährt jetzt auch nur mit den maximal 25 km/h, die eingestellt sind, hier über das Feld. In dem Fall fährt er jetzt dann gleich da hinten runter, wird es irgendwo eine Wendung suchen, damit er hier in der Mitte von den beiden Feldern dann irgendwo an den Zielpunkt rankommt. Genauso, wenn ich ihn jetzt hier hinstelle. Auch hier hat er jetzt das erkannt. Wenn er andersrum stehen sollte, dann erkennt er auch das. Würde es nur da hinten die Ausfahrt geben, dann würde er auch automatisch drehen, damit er da hinten rauskommt. Ja, aber er fährt hier dementsprechend sauber runter vom Feld. Heißt, die Vorteile liegen eigentlich auf der Hand. Wenn ihr so ein Feld habt, was nicht gerade wie auf dem Hof relativ klein ist, wo ihr vor allem auch mit mehr als einem Abfahrer hantieren möchtet, dann ist Feldausfahrt nächstgelegen definitiv die beste Option, die ihr wählen könnt. Ihr müsst halt nur beachten, ihr braucht so eine Fanglinie rund ums Feld, damit er halt nicht einfach irgendwo das Feld verlässt. Was auch ganz schön ist, auf verschiedenen Maps hat man ja so Feldausfahrten. Na, da ist das schon so, mit so einer Sandlinie oder Matschlinie ist das schon so vorgezeichnet. Nutzt das. Nutzt das ruhig. Ich finde das immer optisch ganz schön, wenn die Abfahrer dann auch da dementsprechend das Feld verlassen. Da können wir ja auch ein bisschen gerade ziehen. So. Ja. Es bringt euch halt jede Menge Vorteile. Es ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber mit GPS oder sonstigen Tools sollte es ja kein Problem sein, eine gerade Linie aufzuzeichnen, um dementsprechend keine Probleme mit den Abfahrern auf dem Feld zu bekommen. So, und nachdem ich das Video jetzt neu aufgenommen habe, kann ich jetzt, glaube ich, auch ins Wochenende gehen, hoffe ich. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Felder anbinden und wir sehen uns zum nächsten How-To wieder.